vor 6-mal in Folge gewonnen hatte. Wie sich Münsters Preußen gestern schlugen, zeigt Ihnen Matthias Fink. Das ehrwürdige Preußenstadion ist baulich runtergekommen, die Mannschaft noch nicht wieder hoch. Und die Fans erstens skeptisch, zweitens treu. Meisterschaft ist wieder spannend geworden. Hat Preußen noch eine Chance? Das wollen wir hoffen, dass Preußen noch eine Chance hat. Aus eigener Kraft wohl nicht mehr, ne? Müsste schon Preußen auf die Mitte von anderen Mannschaften laufen. Ich glaube auch selber nicht mehr dran, dass sie es noch packen. Wenn sie es dieses Jahr nicht packen, dann weiß ich auch nicht, ob sie es jemals wieder schaffen würden. Schafft Preußen das noch dieses Jahr? Ja, glaube ich wohl. Fußball-Sachverstand ist keine Altersfrage. Das Stimmungsbild 2 Stunden später. Münsters Mannen beim liebgewonnenen Ritual nach großem Spiel. Die Ehrenrunde mit Anhang. Schnapp und Torschüsse satt beim Ostermontagskick auf dem Preußenplatz. Münster bot Sehenswertes. Herbert Rubesch zum Beispiel, der kleine Bruder des großen Horst. Was der Vorstopper zeigte, war absolut zweitligareif. Links Rubesch gleich am Ball, ruhig abgeklärt und zweikampfstark. Dazu immer der gute Blick für den Mitspieler. 2500 Zuschauer angetan. Hier das schönste Tor des Tages. Wanne Eickel zaghaft, Rubesch dazwischen, Grätler mit der rechten Hacke und der Vorstopper geht auf und davon, schaut, schiebt in die Mitte und popelt den Schlappen rein. Da tanzten sie zu dritt den Preußenwalzer. Der Angriff gestern ideenreich. Die starke rechte Seite, Flanke Koop, Grätlers Goldköpfchen und 3:0 der Halbzeitstand. Beeindruckt war auch ein berühmter Zaungast. Ich muss sagen, es ist ein gutes Spiel bis jetzt. Ich bin auch gar nicht überrascht, weil man die Preußenmannschaft kennt und haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel aufgezogen. Wir kennen die westfälische Fußballszene, beobachten die auch bei den Amateuren. Wer macht das dieses Jahr Ihrer Meinung, Erkenschwick oder Münster? Ja, ich habe jetzt beide gesehen, Erkenschwick und Münster. Ich muss sagen, Münster hat mir bis jetzt besser gefallen, ist spieltechnisch stärker und deswegen glaube ich auch, dass sie die Nase vorne haben wird. Die zweite Halbzeit, Münster zunächst mit einem Durchhänger. Im Mittelpunkt jetzt der Lange, Torwart Ralf Meester. Nach langer Verletzungspause fliegt er wieder wie in besten Tagen. Dann blitzte die Sonne durch, die Schirme wurden weggepackt und auf dem Rasen ein Dialog der Preußenstürmer Paus und Grätler. Ob sie hier das furiose Finale komponierten? 10 Minuten vor Schluss jedenfalls ging es plötzlich los. Grätler holt einen verlorenen Ball, unorthodoxe Bogenlampe und Fans genickt freundlich ein, das 4:0. Alle vorne, alles klappt, Spielrausch nennt man sowas. Wieder Stefan Grätler, diesmal per Pedes, das 5:0. Die Gäste jetzt wie aufgescheuchte Osterhasen. Abwehrspieler Andreas Hemsing, keinen Hels mehr hinten. Jeder Schuss ein Treffer, das 6:0. Und in der letzten Minute wieder Hemsing auf Koop, die klassische Version der Bananenflanke. Grätler bietet dem Ball die Stirn, 7:0 am Ende, 4 Tore in 11 Minuten, rekordreif. Warum Schalkes Rolf Schafstall in Münster war, das wusste Preußentrainer Helmut Horsch. Ich will ja von mir was lernen, ich weiß es nicht. Die sportliche Fastenzeit bei Münsters Kickern ist endgültig vorbei und die Fans, seit gestern erstens treu und zweitens skeptisch, genossen die 7 Ostereier ihrer Preußen.